Achtung, dieser Ort nennt sich tatsächlich Gammeloase. Ein Ort, wo gegammelt wird, therapeutisch gegammelt wird. Ich bin in einem Seniorenheim für Demenzerkrankte in Marl. Der Besuch hier geht mir nah, denn meine Geschwister und ich haben unsere demenzkranke Mutter jahrelang bis zum Ende begleitet. Ich helfe Ihnen, wo es geht. Ich kümmere mich um das Geschirr, was gespült werden muss. Ich sehe hier eine radikale Offenheit für die Wünsche und Gefühle der Bewohner. Kann das gut gehen? Christian Löbel, der Wohnbereichsleiter, scheint die Unruhe von Frau Griskowiak zu spüren. Sie will los. Wohin? Weiß keiner so genau. Wenige Schritte später, alle kehren um. Der Mikroausflug ist vorbei. Wie geht's weiter in der Gammeloase? Das kann keiner so genau sagen. Also wir warten jetzt einfach auf Anregung der Bewohner. Ja, jetzt liegt noch die andere Hälfte der Bewohner liegt noch im Bett, da gucken wir gleich, meldet sich da irgendein Bewohner oder wollen die alle noch weiter schlafen? Und nebenan in der Küche wird jetzt noch gefrühstückt bis 11 Uhr bestimmt. Das Planlose ist der Plan. Das Konzept der Gammeloase, erklärt mir Christian Löbel. Das Nickerchen auf dem Sofa darf also so lange dauern, wie es eben dauert. Auf dem Weg zu den Zimmern zeigt mir Christian Löbel die Hausunordnung. Zum Beispiel, mein und dein ist nicht so wichtig. Jeder darf erstmal die Sachen von einem anderen auch nehmen, solange es angeboten wird von einem anderen Bewohner. Mein Bett ist besetzt, macht nichts. Jeder darf sich ausruhen, wo er möchte. Das bedeutet auch, die Bewohner bestimmen selber, was passiert, wenn sie aufstehen. Ich warte draußen, bis die Dame raus möchte. Frau Krause, wie sieht es aus mit Duschen? Warte, Dusche. Wollen Sie duschen? Wo ist denn so kalt? Ich war gerade geduscht heute. Dann ziehen wir jetzt nur was Warmes an. Wenn sie nicht duschen will, wird eben nicht geduscht. Ich habe damals mit meiner Mutter einige Einrichtungen erlebt. So eine Entscheidungsfreiheit hatte sie nicht. Ich lerne, sie lassen den Menschen hier den eigenen Willen. Erst wenn es für die Gesundheit zum Problem wird, greifen sie ein. Frau Krause, das Oberteil. Das sieht schick aus, ne? Ja. Rot wie die Liebe. Ich hab hier den Rollator. Und um 10:30 startet auch Maria Krause in ihrem Tempo in den Tag. Währenddessen bekommt Anneliese Griskowiak Besuch. Ihre Tochter ist da. Therapeutisches Gammeln, für mich war das auch erstmal neu und ungewohnt und was ist das? Aber ich finde das super. Ich finde das ganz toll, wie das hier ist und was die alles hier machen können. Und die können wirklich, die können machen, was sie wollen. Die können schlafen, wann sie wollen, essen, wann sie wollen, laufen, wie, wohin sie wollen. Wie macht man das denn? Jetzt so und jetzt hier. Dieses therapeutische Gammeln hat Stefan Kostreva erfunden, der Mann mit dem Schal. Ein Ansatz, den es so radikal noch nie gab. Aber das verlangt den Mitarbeitern eine Menge ab. Wir haben ja auch schon erste Mitarbeiter, die gekündigt haben. Ist so, die können nicht gammeln. Die haben gelernt, die Regie zu übernehmen, zu bestimmen, zu beherrschen. Und hier wird das alles zurückgefahren. Und das können ganz viele nicht. Die können den Bewohnern mit Demenz nicht die Regie überlassen. 12 Uhr. Mittlerweile sind wirklich alle Bewohner wach. Und wenn sie wollen, können sie zusammen Mittag essen. Doch dann passiert das. Nein! Nein. Was halten Sie davon, wenn Sie ohne das Ganze... Nein! Scheiße! Ist das mit dir? Verdammte Scheiße! Also Streiten gehört für mich auch zur Normalität. Da greifen Sie gar nicht ein. Also ich habe da jetzt keinen Eingriffsbedarf gesehen. Wenn die sich jetzt hauen sollten, schlagen, dann ist natürlich was anderes, aber... Nur weil man jetzt einmal Scheiße sagt. Das passiert mit dem Privaten auch öfter. Und tatsächlich, kurz darauf ist alles wieder ruhig. Während der eine weiter schläft, zieht es die anderen in den kleinen Garten. Ach du bist ein Liebchen. Wie gut, dass ich das gefunden habe. Sitzen die Haare richtig? Mein Eindruck von der Gammeloase heute, sie funktioniert. Denn auch ohne feste Struktur wirken hier alle ausgeglichen. Vielleicht sollten wir den Mut haben, den Menschen mit Demenz häufiger die Regie zu überlassen. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Bitte bumm.